Alter, lag very old. Nein, Yoshi, warum tust du das uns nur wieder an? Wieder mal auf ein Bowserfeld. Bowser, it's from Bowser, Mario, it's up there. Egal, immerhin muss nur er 15 Münzen abtreten. Es hätte ja auch schlimmer ausgehen können. Das kennen wir ja so von dieser alten Pesteule, Beule, Keule und so weiter. Ne? Wobei, nein, Eule müssen wir rausnehmen aus diesem Mischmasch rein, weil das ist ja der Steve. Hallo, Steve! Ja, wenn ihr das jetzt bis hierhin geguckt habt, müsst ihr dem Steve eine Privatnachricht schicken oder einen Kanalkommentar hinterlassen. Luigi, du Arschloch. Indem ihr einfach ihn grüßt mit den Worten: Hallo, Steffen. Okay. Wir müssen ein Kampfspiel wieder mal spielen und ihr habt mir alle Münzen für uns. Ihr habt alle kaputt gemacht. Alle. Naja, immerhin der Pilzbagger. Den haben wir locker vom Acker. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer bin ich eigentlich? Ach, ich bin Wario, genau. Epischer Fail. Toll. Epischer Fail von einer Runde auf die nächste. Vergessen, welchen Spiel. Nein, das war mein goldener Pilz, ihr Bauernsöhne. Ah, oh, Mist. Hätte ich nur diesen Giftpilz nicht abbekommen. Ah, oh, man. What? Ich bin sogar ich bin sogar letzter. What? You got to be kidding me. So eine alte Pappsack. Das hab ich nicht gern gemacht. So, das musste ich jetzt auch mal rauslassen, um meinen Unmut hier auszudrücken. Schweine! My Coins! Ja, toll! Gut gemacht! Ich weiß, dass er Mist, genau. Nein, ich weiß, er sagt Doa Mist, aber der Stern ist doch irgendwo da rechts auf dieser Insel. Das ist ein Kappes. Vom Abis, du alle Pappes. Das macht keinen Zappes. Okay, kenn ich nicht. Wir spielen 3 gegen 1 oder 1 gegen 3 oder 3 gegen 1 oder 1 gegen 3 oder 3 gegen 1. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, NFL! Gut. Wir beruhigen uns wieder und schlucken gerade Digitalin-Tabletten. Und dann warte ich, dass Luigi hoffentlich nicht auf seinen fetten Arsch fällt. Wobei der von Mario ist bestimmt fette. Wie war das? Ja, so ein bescheuerter Kanal, der mit Onedge Pranks zusammenarbeitet. Pickup Girls, ne? Wie war das? How does it feel to have a giant ass? Habt ihr das gesehen? Stylish, ey. Habe ich bei Fred Astaire gelernt, wie man so ins Ziel rutscht. Nur Scheißdreck. Den ganzen Morgen laberst du nur Scheiße. Da bist du gar nicht morgen. Es ist, wie spät haben wir? 22:30 circa? Ja, egal. Naja. What chance? Ach, mit dem Skelett, den können wir da noch durch. Vielleicht kaufen wir den. Ist unterwegs ein Shop, ich hoffe schon, oder? Ich nix wissen, ich nix dieses Spiel spielen. Mach mir doch nicht alles nach, du langer Lulatsch. Achso, ich verstehe. Ich dachte, es würde immer nur den treffenden Spieler erwischen, der auf dieses Feld getreten ist. Aber nein, das wird die ganze Brücke zerstört. Denn wie schon Gandalf zu sagen pflegte, du kannst nicht vorbei. Ich habe ganz schön viel Scheiße, ich weiß. Ich habe ganz schön viel Scheiße, Ich bin halt so, ne? Kennen Kabila aber immer wieder. So ein Mist. Egal. Wir spielen Jump in Toten. Nein, kippige Rahmen, Damen und so weiter. Das Minispiel kann ich einigermaßen. Wobei es könnte natürlich auch besser sein. Seht ihr zum Beispiel, das meine ich gerade, was wir jetzt im Moment sehen. Die Ecke, da habe ich eigentlich eben voll verhunzt. Das habe ich noch mehr verhunzt. Das habe ich alles verhunzt. Aber in your bathroom. Wir haben auch das wieder mal geschafft.
mit einem stylischen Hüftschwung oder so. Nee, Quatsch, nee, das macht keinen Sinn. Egal, ich wollte es trotzdem mal gesagt haben. Das wollte ich immer mal gesagt haben, das habe ich mich immer so drauf gefreut. Demu Yoshi, freaking Horse. Oh. Ich wäre beinahe wieder voll am Losgehen gewesen. Ich habe überhaupt nicht aufgepasst, wo was hier für ein Item liegt. Aber ist egal. Was hat er bekommen? Du bist so ein Vollidiot, Yoshi! Wegen dieser Bowser-Bomb. Ich mein, geht in den Wimpel. Das Ding macht ja alles kaputt. Das wollte ich auch mal gesagt haben oder so, ne? So. So, hohoho. Jetzt will ich doch mal ganz kurz was gucken. War der Stern nicht? Hä? Wo ist denn gerade der Stern? Bin ich bekloppt? Ja, der Video. Da ist da! Warum habe ich gedacht eben die ganze Zeit, dass der da hinten ist? Nee, egal. Kaufen wir uns doch mal vorsätzlich einen Pins, damit wir schnell da hinkomme. Ich hätte auch den Goldpilz nehmen können, aber der war mir jetzt zu teuer. Ja, genau. Jarhar Pirat! Sag ich dazu nur. Oh, Mag ist aber auch schnell da. Bye. So ein Scheiß wegen der Bowser-Bombe ist jetzt Bowser unterwegs. Wie grad. Ich fand das irgendwie so ein lustiger Gimmick, wie ich schon mal sagte. Mit dem Kostüm. Ah, da kommt damit aber nicht weit, weil die meisten von uns sind auf der anderen Hälfte der Insel. Ja. Oh, what a pity. Oh, what a cry. So, was spielen wir denn jetzt Feines? Skateboard-Fieber. Button-Mashing, Button-Mashing, Button-Mashing. Okay, this next code is basically pretty easy. It's down, forward, forward, 2/31. Okay, wir sind hier nicht irgendwie so in einem Beat'em-up-Spiel. Wobei, davon wollen wir auch noch eine ganze Beatmania machen. Ah! Ich werde nämlich noch, was das betrifft, irgendwann auch einmal mich um diverse Beat'em-ups kümmern. Ich habe es zwar vielleicht in der Projektliste stehen, aber egal, wer es wissen will. Beat'em'up rein, kann ich jetzt mal kurz noch erwähnen, um die wir uns mal kümmern werden. Natürlich komplett MK, Mod Combat, ja. Soul Calibur, auch komplett. Tekken, komplett. Und dann diverse Spiele von Street Fighter, Killer Instinct, King of Fighters, Virtua Fighter, Fatal Fury, Blaze Blue. Die ganzen vs. Capcom Sachen, da nehmen wir ein bisschen was. Und was wir sonst noch so finden, da gibt es noch genug Auswahl. Ich will es ja auch noch genug machen, mindestens bestimmt die nächsten 10 Jahre oder so. So, das wollte ich auch mal gemacht haben. Jetzt seid ihr wahrscheinlich alle wieder wach und wir sind bei den letzten 10 Runden angekommen. Wieso kriegt er so viele Münzen in den Arsch gerammt hier? Oh, das kommt sehr pervers. Naja, früher nannte man solche Leute nur Mismatiker. So eine Scheiße. Okay, mit dem Heinz geht's weg. So ein scheiß Name. Für ein Hai. Aber naja. Ne, der. Whoa! You fail! Der englische Name von. Quatsch, der Name von dem Banjo-Kazooie-Hai ist da. Warum habe ich jetzt mein Item nicht verwendet? Egal. Der Name von Banjo-Kazooie-Hai ist da besser. Snacker. Wenn jetzt ein einziges Mario hau ich dir zweites Arschloch. Aber direkt ins Gesicht, nicht in den Arsch. Ja. Ich sag's nochmal, oh, what a pity, oh, what a cry, ne? You shall not pass, sagte die Wache und schmetterte dieses Mal nicht Jujinko, sondern Mario die volle Breitseite auf die 12 oder so. Jetzt wird nicht schon wieder Bowser-Bombe aktiviert.
ich habe mir mal gemerkt, wo die ist. Befindet sich gerade unten rechts. Ja, immer noch unten rechts gewesen eben. Immer noch unten rechts. Wehe. Okay, das ist was anderes. Das ist die Raubtruhe. Oh, dann muss ich ja gezwungenermaßen in der nächsten Runde mein Item verwenden, weil ich nicht will, dass Mario sich das klauen kann. Außerdem wollte ich ja den Pilz sowieso verwenden, um schneller zum Stern zu kommen und über diese Brücke hier zu gelangen, ohne von den Pirates abgeschossen zu werden. Ja, har. Und im nächsten Moment kommt der Tintenfischkopf und sagt: Wüsstest du den Tod? Warum? Ach, zusammen, ey. Ich mach mal diesen Fehler. Ich will das immer nacheinander drücken. Ich kann dieses Spiel sowieso nicht. Scheißen Dreck, Fly Guy. Meiner schmiert wahrscheinlich wieder als erster ab. Dabei hat das ja ein Pick up a Flash. wie war das von Saints Row the Third? Wir könnten ja eine männlichere Farbe nehmen, wenn wir diesen Raum hier anstreichen. Wie wäre es zum Beispiel mit Lila oder Violett? Ah, Oleg ist schon cool. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das halte ich aber für ein Gerücht. Ich hatte mal eine Lehrerin, die hatte immer so eigene Wortkreationen gemacht. Das war meine Mathelehrerin an der Oberstufe damals. Die hat bei sowas dann immer gesagt, jetzt wird's aber raffitückisch. Ich hatte dieses Wort ist zu geil. Raffitückisch, wir haben am Anfang immer verstanden, raffitürkisch. Die wollte, glaube ich, entweder irgendwas mit raffiniert oder so sagen. Aber, naja. Als Abschlussgag dementsprechend hatte ich eine kleine Kolumne geschrieben gehabt für unser Abi-Buch. Und da hatte ich dann Deutsch, also so eine Art Langzeit-Wörterlexikon zwischen ihren Ausdrücken und der deutschen Sprache entworfen. Fand ich sehr, sehr lustig. Weil die hat mehrere solcher Bezeichnungen verwendet, wie zum Beispiel jetzt Luminös. Ja. Oder jetzt wissen, wo der Biber den Kohl gefressen hat. Lauter so ein Scheiß, das überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Aber so sind halt Mathelehrer, ne? Ihre eigenen Fächer sind logisch, aber sie selbst sind unlogisch. Ah, Scheiße, was habe ich denn für ein Mist gewürfelt? Oh Gott, ich befürchte. Dafür habe ich jetzt Geld ausgegeben, ja? Für diesen Scheiß. Naja. Wenn ich jetzt höher als eine 3 würfle, kann ich immerhin verhindern. Ah, Kanoneninsel, das ist immerhin sehr nice, wie Borat sagen würde. Kann ich immerhin verhindern, dass ich auf den Dings, wie heißt der Mist, auf den Fragezeichenfelder lande. Eben hatte ich es aber mit der Sprache. Ich hoffe, dass ich nicht wieder ganz so laut werde, sonst habe ich es wie von Mario Party 1, dass ich wieder meine Mutter wecke, die einige... Ich war da so laut, wisst ihr, die ist am komplett anderen Ende des Hauses, ja, und ich habe die einfach wach gemacht. Na gut, da war ich auch sehr laut. Okay. Oh, verdammt. Haha! Bombs, you want it, my friend, it's yours. Irgendwie, wenn ich alleine spiele, stelle ich mich nicht immer ganz so dämlich an bei Mario Party wie wenn mit anderen. Das werdet ihr dann sowieso noch sehen bei den nächsten beiden Brettern. Vermute ich jetzt einfach mal. Weil, ja, ne? Wir werden sehen, was es bringt. Yoshi, du bist ein Kunde. Immer mit deinen Item Minispielen. Ich habe mir schon wieder gemerkt, wo die Bowser-Bombe ist. Oben links. Mal sehen. Nee. Der Computer geht meistens unten rechts hin oder unten in die Mitte. Ein Goldpilz. Oho! Mit diesen bescheuerten animalischen Laute. Yeah. So. Luigi kommt auch nicht viel voran. Dann ist Wario Time! Also, so geht das doch. Nope. Vergessen. Ich hab das alleine, ich kann's vergessen, ne? Ja!
Give me that Power Star. We got the Power Star. Da-da-da. Ach, schade, wir sind ja gar nicht bei Mario Galaxy. Mhm. Jetzt aber müssen wir da ganz, ganz rüber. A long distance I traveled.